Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stimmi und heute Schweden gegen die Ukraine. Jawohl. Also ich denke, das wird ein knappes Duell. Ich denke, beide sind auf Augenhöhe. Also ich hoffe, dass die Schweden weiterkommen. Vielleicht mit 1 zu 0. Ja, also ihr könnt wie immer eure Tipps in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, das Orakel geht hier nicht so aus wie, Kroatien gegen Spanien. Da müssten wir ja bis ins Elfmeterschießen gehen. Ja, dann würde ich sagen, wir starten in die erste Halbzeit und los geht's. So, da bin ich mal gespannt hier. Wir haben hier Goretzka von den Deutschen. Dann haben wir die Schweiz als Jubelsticker. Dann haben wir Däne, Christian Eriksen. Ich hoffe, dass ihm jetzt viel besser geht. Gute Besserung auf jeden Fall. Dann haben wir die Schweiz mit Zuber, die Polen mit Bednarek. Und hier, der ist schon zerstört ein bisschen, aber es geht noch. Es geht noch. Ja, man muss aufpassen, wenn man die Tütchen aufreißt hier. So, zweites Tütchen hier in der ersten Halbzeit. Und dann geht es auch mit der zweiten Halbzeit gleich weiter. Wir haben dann hier Serge Gnabry und Werner als Einzelsticker. Dann haben wir hier von der Schweiz Elvedi und Rodriguez. Dann haben wir noch einen Schweizer mit Fernandes. Dann haben wir hier Belgien mit Carrasco. Und dann haben wir die Ukraine und das ist das 1 zu 0. Zinchenko hat das Tor gemacht hier. Ja, das war die erste Halbzeit. Ja, Ukraine führt hier 1 zu 0, also 0 zu 1. Ja, da bin ich mal gespannt, was in der zweiten Halbzeit noch passiert. Ich denke mal, wir gehen auch direkt in die zweite Halbzeit und los geht's. So. Leider muss ich diese Orakels hier mit den Stickern machen oder mit den Karten. Ich habe mich für den Sticker entschieden, weil es diese Mannschaften leider in FIFA nicht gibt. So, wir haben ich glaube Russland hier, Schunin und Chikia, also nicht Shakira, sondern Chikira. Dann haben wir hier Kadarabek und Darida. Dann haben wir hier Finnland mit Soiri, Polen mit Grosicki. Dann haben wir Italien mit Donnarumma. Und wir kommen zum Ende dieses Orakels. Es sieht alles danach aus, dass die Ukraine das Orakel hier gewinnt. So, wir haben Finnland mit Jensen. Dann haben wir die Niederlande mit Hatteboer. Oh, keine Ahnung. Leroy Sahne, der enttäuschende Mann der Deutschen. Dann haben wir Schweden mit Granqvist. Und das ist das 1 zu 1. Ja, und der letzte Sticker ist hier von Österreich, Randftel. Ja, das heißt, wir müssen in die Verlängerung gehen hier. Ich hole mal das nächste Stickertütchen hier. Und dann würde ich sagen, achso, die erste Halbzeit ist vorbei. Ich vergesse immer hier zu pfeifen. So, wir kommen dann in die erste Verlängerung. Und dann würde ich sagen, machen wir auch gleich weiter. So. Eieiei. Da bin ich jetzt mal gespannt, wer hier jetzt gewinnt. Oder ob wir wieder bis ins Elfmeterschießen müssen. Wir haben hier von Frankreich Digne. Dann haben wir Wales Logo. Dann haben wir hier Finnland Toivio und Uronen.
Dann haben wir hier Ungarn mit Lovrencics. Haben wir hier Nordmazedonien mit Nikolov. Das war's mit der ersten Halbzeit der Verlängerung. Ja, ich muss noch ein Tütchen holen. Jo. So, dann gehen wir auch direkt in die zweite Halbzeit der Verlängerung. Auf geht's. Komm bitte. Ein Ukrainer oder ein Schwede. Wir haben hier die Schweiz mit Freuler. Dann haben wir nochmal die Schweiz mit So, mit So, Entschuldigung. Dann haben wir Tschechien mit Kadarabek. Schottland mit McBurney. Portugal mit Patricio. Und das war's mit der Verlängerung. Ja. So, das heißt, wir müssen ins Elfmeterschießen. Da würde ich sagen, wir gehen auch direkt ins Elfmeterschießen rein und los geht's. So, jetzt öffnen wir so lange, bis wir einen Schweden oder einen Ukrainer ziehen. Wir haben hier das Schweden Jubelsticker. Ich weiß nicht, ob ich den nehmen soll. Ich sag mal nein. Dann haben wir irgendwie so ein Sticker der Euro 2020. Wir haben hier Spanien, Thiago, Witzel von Belgien, Nordmazedonien, Elmas. Ja, immer noch nichts entschieden hier. Nächstes Stickertütchen. Wir haben hier die Schweiz mit Akanji und Sommer. Dann haben wir hier. Oh, jetzt komme ich nicht drauf. Dänemark mit Jürgensen und Kier. Und dann haben wir Schweden. Jawohl. Das Tor macht hier lustig. Elfmeter. 2 zu 1 für die Schweden. Dann haben wir Portugal, Renato Sanchez. Und das letzte Stickerchen ist hier Russland mit Chikia. Schon wieder mal. Und dann würde ich sagen, war es das? Schweden gewinnt hier das Orakel mit 2 zu 1. Ja, ihr könnt ja eure Tipps in die Kommentare schreiben, wie immer. Ich bin gespannt, was ihr tippen tut. Da würde ich sagen, haut da rein, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.